Wann immer wir Menschen etwas erleben, was für uns eine Krise bedeutet, Abschied, Trauer, Loslassen, eine Trennung, dann sind wir auch im Krisenmodus. Wir hätten am liebsten Lust wegzulaufen oder kämpfen bis ums Letzte, halten fest, versuchen zu verhindern, was sich dann doch ereignet. Zum Beispiel, dass ein Mensch nach langer Krankheit stirbt. Er darf endlich einschlafen. Eine Beziehung geht in die Brüche. Und der Partner oder die Partnerin entscheidet sich, ich gehe jetzt, ich trenne mich von dir. Wir versuchen das, wenn es irgendwie geht, zu verhindern, aber wir merken, das ist nicht möglich. Und deshalb erleben wir all diese Ereignisse in der Regel als äußerst belastend. Manchmal geraten wir sogar in die Versuchung zu katastrophisieren. Wir stellen es noch dramatischer, noch schlimmer dar, als es ohnehin ist. Das ist nachvollziehbar, denn es ist mit viel Wut, mit Trauer, mit Angst, mit Schmerz, mit diesem gesamten Konglomerat von Big Emotions, von großen Gefühlen verbunden. In der Individualpsychologie nach Alfred Adler gibt es einen Satz, den ich für sehr beachtlich, sehr bedeutsam halte, nämlich den Satz: Es ist nicht das Ereignis selbst, das so belastend ist, sondern es ist die Beurteilung, die Bewertung des Ereignisses. Und Viktor Frankl, der Gründer der Logotherapie, der Existenzanalyse, er geht einen anderen Schritt, aber einen erweiternden Schritt, wenn er sagt, es ist nicht das Ereignis, das so gravierend ist, vielleicht so traumatisierend, sondern es ist eher unser Umgang damit. Wie gehen wir mit diesen Ereignissen, die so belastend sind, um? Beide Fragen spielen auch in der Gestalttherapie, dessen Vertreter ich gerne bin als Gestalttherapeut, eine große Rolle. Die Frage nach dem, wie belastend etwas ist, im Sinne von wie beurteile, wie bewerte ich diese Belastung, die stellen wir gestalttherapeutisch Tätige immer damit, dass wir einen Klienten oder eine Klientin fragen, und wie fühlt sich das für dich an? Wo spürst du das? Was ist das für ein Gefühl gerade in dir? Das heißt, es geht um die Achtsamkeit dessen, was jetzt im Hier und Jetzt gerade ist. Nicht das, was wir denken, denn das Katastrophisieren, die Vorstellung, dieses Zerreden, dieses Boah, es ist so furchtbar, es geht nicht weiter, ich weiß nicht, was ich tun soll, das sind tatsächlich kognitive Reaktionen. Aber in unserem Körper ist vielmehr die Frage, wie fühlt sich das gerade an? Ich fühle mich schlecht. Okay, geh mal näher dran. Was ist das für ein Schlecht? Ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin ohnmächtig, ich bin hilflos. Ich fühle mich im Stich gelassen. Genau. Das ist nicht eine Bewertung, keine Beurteilung, sondern das ist eine Wahrnehmung deiner Gefühle. Das ist für mich etwas ganz Wichtiges, ein erster großer Schritt in der Arbeit mit Menschen, die mitten in einer Krise stecken, sich gewahr werden, achtsam sein gegenüber dem, was sie jetzt gerade fühlen und nicht, was sie daraus machen, wie sie das beurteilen, dass sie anfangen zu sagen, ich werde nie mehr wieder in meinem Leben. Ja? Daran merken wir, dass wir tatsächlich eher in der Beurteilung sind, als im Gewahrsein, in der Awareness dessen, was du gerade im Hier und Jetzt fühlst. Und die Frage auch, wo spürst du das in deinem Körper, ist eine körpertherapeutisch orientierte Frage. Sie geht nämlich davon aus, dass alles das, was wir erleben, sich auch irgendwo in unserem Körper manifestiert. Stell dir nur einmal vor, dass ein Kind, und das, was ich beschreibe, ist tragisch an sich, in seiner Kindheit oft geschlagen, misshandelt wurde. Kannst du dir vorstellen, dass wenn ein Mensch auf dieses Kind zukommt, entweder als Kind, als Jugendlicher oder später als Erwachsene, und es mit offenen Armen umarmen will, dass dieses Kind das so ganz leicht, so einfach hinnimmt und sich darüber freut? In der Regel reagieren wir reflexartig und ziehen uns kurz zurück. Unser Stammhirn erinnert sich irgendwo, da war doch was, eine Gefahr, eine Bedrohung, da war doch die erhobene Hand. Und wir gehen in den Modus der Flucht, vielleicht des Angriffs, vielleicht aber auch der Unterwerfung. Vielleicht erstarren wir auch einfach nur und halten den Atem an und können nichts mehr tun. Deshalb unser Körpergedächtnis ist mindestens so elementar von Bedeutung wie das, was in unserem Kopf
vonstatten geht. Unser Körper erinnert sich. Und deshalb ist diese erste Frage, die nicht eine Beurteilung ist, keine Bewertung einer Situation, die Frage in der Gestalttherapie: Wie fühlt sich das für dich an und wo spürst du das gerade in deinem Körper? Ich hatte von Viktor Frankl erzählt. Das ist kein Gestalttherapeut gewesen, aber er liefert den zweiten Impuls, nämlich die Frage: Und wie gehst du jetzt damit um? In der Gestalttherapie lautet diese Frage: Und was brauchst du jetzt? Was ist dein Bedürfnis? Was würde dir jetzt gut tun? Natürlich können wir nicht immer sagen: Ja, ich hätte jetzt gern den verstorbenen Ehemann, die verstorbene Oma zurück. Ich hätte gerne, dass meine Frau zu mir zurückkehrt. Das ist in der Regel utopisch. Das müssen wir als Therapeuten dann auch klar benennen. Sie wissen, dass das nicht geht. Aber was brauchen Sie jetzt, damit Ihre Seele, damit Ihr Körper wieder in eine gewisse Balance kommt? Und was heißt das eigentlich auch, in eine gewisse Balance zu kommen? Manchmal ist es so, dass wir tatsächlich nur eine liebevolle Umarmung von einem Menschen brauchen. Manchmal ist es aber auch so, dass wir ein gutes Wort brauchen. Und wir wissen in der Regel sehr gut, was wir brauchen, denn das nennt sich organismische Selbstregulation in der Gestalttherapie. Die Frage, die viele von euch schon kennen, weil ich sie ähnlich schon gestellt habe: Wenn du Hunger hast, was machst du? Naja, klar würdest du jetzt sagen, ich esse was oder ich trinke einen Schluck Wasser, um meinem Magen zu signalisieren: Im Moment habe ich zwar nichts zu essen, aber ich fülle dich schon mal mit Wasser und das erzeugt einen ähnlichen Eindruck. Oder aber du isst einen Apfel, eine Banane, ein Stück Schokolade, ein Stück Brot, was auch immer. Oder du gehst einkaufen oder bestellst dir etwas. Unsere Lösungen sind vielfältig. Und deshalb gehen wir in der Gestalttherapie immer davon aus, dass der Klient sowohl der Experte für sein Thema, sein Problem, als auch für seine Lösung ist. Und das nennen wir organismische Selbstregulation. Jeder von uns kann das von Natur aus. Und wenn es nur die Flucht ist vor etwas, wenn es nur der Rückzug ist, aber wir können das. Das wohnt uns inne. Und wenn es um Trauer, um Sterben, um Loslassen, um Trennung geht, dann haben wir Menschen in der Regel auch etwas in uns, was uns hilft, diese Krisen zu überstehen. Und im Gespräch mit einem Klienten über diese Fragen, wie fühlt sich das jetzt gerade an und wo spürst du das und was brauchst du jetzt, können wir das Bewusstsein dafür schaffen, dass der Klient oder die Klientin sich in seinem Alltag selbst diese Dinge noch einmal suchen kann. Es geht nicht darum zu sagen, du musst nicht trauern und lass das doch und hör auf, dich damit zu beschäftigen. Das werden wir eh nicht verhindern. Aber wir können aufzeigen, dass der Einzelne nicht dabei stehen bleiben muss, dass er sehr wohl in der Lage ist, noch einen Schritt weiter zu gehen. Wie das dann genau geschieht und was wir dann tun können über die verschiedenen, auch kreativen Formen der Gestalttherapie, das werde ich dir in einem anderen Video erzählen.